Liebe Freunde des heimischen Schützenbrauchtums, liebe Freunde der St. Josef-Bruderschaft Venn, an diesem Wochenende ist Schützenfest in Venn. Geschmückte Straßen, große Festumzüge durch die acht Venner Hohnschaften, prächtige Paraden, Schützen in Schmucken, manchmal auch zu engen Uniformen, stolze Könige, bunte Blumenhörner, wertvolle Traditionsfahnen, stimmungsvolle Königsbälle, Klompenball aus der Rand und Band, Heimatabend aus eigenen Reihen, Kinderkirmes, prächtige Reiter und stolze lange Kehls bei den Sapeuren. Alles das wird es in diesem Jahr bei uns in Venn nicht geben. Genauso wenig gibt es gesellige Abende auf dem Festplatz oder aber in den Biergärten. Es gibt aber zumindest einen Zusammenschnitt, ein Potpourri von Bildern und Videos aus 136 Jahren St. Josef-Bruderschaft Venn. Wir zeigen Ihnen bzw. wir zeigen euch in den nächsten vier Tagen der Venner Kirmes historische Bilder, sensationelle Videos und ganz spezielle Schmankerl der St. Josef-Bruderschaft. Wir wollen mit dieser Videoproduktion jeden Tag ein klein wenig Venner Schützentradition zumindest virtuell erlebbar machen und uns an schöne Zeiten erinnern. Mehr geht zurzeit leider nicht. Das Ganze nennt sich dann in diesem Jahr Kirmesflimmern, angelehnt an die Sendereihe des WDR Heimatflimmern. Wir zeigen quasi über Ihre bzw. über eure Flimmerkisten, über die Bildschirme, Monitore und Rechner das Beste und Kurioseste der St. Josef-Bruderschaft Venn. Das Programm der nächsten Tage zum Kirmesflimmern kann man über unsere Homepage oder aber über unseren Facebook-Account nachlesen. Wir wünschen jedenfalls viel Spaß dabei. Eigentlich haben wir Venner unser Schützenfest nie so richtig abgesagt. Das ist uns auch besonders wichtig. Selbstverständlich können wir die Venner Kirmes nicht wie gewohnt feiern. Aber dennoch wollen wir zumindest einige Akzente setzen. Wir werden wieder einen Maibaum auf unserer Festwiese aufstellen. Wir werden gemeinsam Gottesdienst feiern und gedenken unserer Verstorbenen auf dem Venner Friedhof. Dies alles sind kleine Akzente und Zeichen für unser Schützenbrauchtum, die wir in diesem Jahr nicht so ganz einfachen Zeiten setzen können. Ich bin aber auch der Meinung, dass das Absagen von Fest- und Brauchtumsveranstaltungen nicht zur Normalität werden darf. Selbstverständlich, und das ist uns allen klar, gibt es weitaus wichtigere Dinge als Schützenbrauchtum. Es gibt sicherlich weitaus wichtigere Dinge als das Tschingdarassabum und das Bier zur Venner Kirmes. Aber dennoch sorgen gerade wir Bruderschaftler oftmals für den Zusammenhalt und den Kitt in unserer Gesellschaft. Auch wir bzw. gerade in diesen seltsamen Zeiten halten Bruderschaftler zusammen und engagieren sich in der Pfarrgemeinde, zum Beispiel beim Ordnungsdienst oder sammeln für die Obdachlosen in diesem Jahr. Jetzt aber genug des Vorwortes, sonst schaltet man am Ende noch vor Beginn des eigentlichen Videos ab. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Kirmesflimmern aus Venn. Bleiben wir bitte alle gesund und dem heimischen Schützenbrauchtum auch weiterhin verbunden und gewogen. Wir wollen alle hoffen, dass wir im nächsten Jahr die tollen Bilder einer Venner Kirmes wieder live erleben können und uns nicht mit einem virtuellen Ersatz begnügen müssen. Ich hoffe und ich freue mich auf ein Wiedersehen auf dem Venner Festplatz in dem Festzelt im nächsten Jahr. Es grüßt Sie und euch ganz herzlich, Ihr bzw. Euer Jürgen Zimmermanns. Thank you.
Thank you.
Stopp, Michael. Du.